Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch dieses Dreieckstuch. Ein sehr schönes, einfaches Muster. So schaut das Muster aus. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Ich beginne mit einem Fadenring, dazu gehe ich mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Haken einmal komplett um, halte ihn unten fest und häkle die erste Luftmasche. Die verwende ich dann als Fadenring. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen. Und in die erste Masche, in den Fadenring, häkle ich 3 Stäbchen. Also Umschlag, hier steche ich ein, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. Das ist das erste Stäbchen. Jetzt häkle ich noch 2 Stäbchen. Das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Also alles in den Fadenring. So, 3 Stäbchen haben wir gehäkelt. Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Und in den Fadenring häkle ich wieder 3 Stäbchen. Also Umschlag, hier in den Fadenring nochmal einstechen. Das erste Stäbchen. Das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. So, jetzt häkle ich eine Luftmasche und jetzt häkle ich ein Doppelstäbchen hier nochmal in den Fadenring. Also den ersten Umschlag, den zweiten Umschlag, hier steche ich nochmal ein, hol den Faden. Die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch und die dritten 2 Schlingen durch. So schaut es aus. Jetzt häkeln wir die zweite Reihe. Ich beginne mit 4 Luftmaschen. Wende das Ganze. Und jetzt häkle ich hier, da haben wir die Luftmasche gehäkelt. 3 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Also 3 Stäbchen habe ich jetzt gehäkelt. Eine Luftmasche. Jetzt gehe ich hier in die Spitze. Hier ist die Spitze. Und Spitze häkle ich da 3 Stäbchen, das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. So, jetzt 3 Luftmaschen. Jetzt häkle ich nochmal in die Spitze 3 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite und das dritte Stäbchen. So schaut es aus. Jetzt eine Luftmasche. Jetzt häkle ich hier zwischen den beiden Maschen häkle ich 3 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Jetzt eine Luftmasche und am Ende der Reihe, da steche ich nochmal ein und häkle ein Doppelstäbchen. Also 2 Umschläge, hier nochmal einstechen und ein Doppelstäbchen häkeln. So schaut es aus. So, jetzt häkeln wir die dritte Reihe. Ich beginne mit 4 Luftmaschen. Wende das Ganze. Und häkle hier in den ersten Bogen. Hier häkle ich 3 Stäbchen. Das erste,
das zweite und das dritte Stäbchen. Jetzt häkle ich eine Luftmasche und in den nächsten Bogen, da wo wir die Luftmasche gehäkelt haben, häkle ich wieder drei Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. So, eine Luftmasche. Jetzt bin ich hier oben bei der Spitze und da häkle ich drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Also die ersten drei Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und hier steche ich nochmal ein und häkle nochmal drei Stäbchen. So, und das Ganze wiederholen wir auf der anderen Seite. Eine Luftmasche. Hier in den Bogen häkle ich drei Stäbchen. So, eine Luftmasche. Und ich steche hier zwischen den letzten zwei Maschen steche ich ein und häkle da drei Stäbchen. Das erste, das zweite und das dritte Stäbchen. So, jetzt häkle ich eine Luftmasche und hier nochmal ein Stäbchen und ein Doppelstäbchen häkeln. Also zwei Umschläge, hier nochmal ein Stäbchen und jeweils immer zwei Maschen oder Schlingen verarbeiten. So, so schaut es aus. Und auf die gleiche Art und Weise häkle ich die nächste Reihe. Das heißt, ich beginne wieder mit vier Luftmaschen. Wende das Ganze und häkle hier in den ersten Bogen hier häkle ich sofort drei Stäbchen. Eine Luftmasche und hier zwischen drei Stäbchen. So, eine Luftmasche und hier zwischen ein Stäbchen drei Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche und jetzt sind wir bei der Spitze und da häkle ich auch wiederum drei Stäbchen. Drei Luftmaschen und nochmal hier ein Stäbchen, drei Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. Jetzt stechen wir hier wieder ein zwischen den Elementen hier in den Bogen und häkeln drei Stäbchen. So, eine Luftmasche. Jetzt wieder hier zwischen ein Stäbchen und drei Stäbchen häkeln. So, eine Luftmasche. Jetzt bin ich hier am Ende der Reihe. Zwischen den beiden letzten Maschen stiche ich ein und häkle drei Stäbchen.
eine Luftmasche und hier nochmal ein Stäbchen und ein Doppelstäbchen häkeln. Also hier noch einmal und das Doppelstäbchen häkeln. So schaut es aus. Also wir haben praktisch diese drei Stäbchen immer zwischen den beiden Elementen gehäkelt. Hier zwischen den beiden Elementen immer drei Stäbchen. So, jetzt häkeln wir die nächste Reihe. Ich beginne mit 6. Luftmaschen, wende das Ganze. Das ist bei uns jetzt 1, 2, 3, 4, die fünfte Reihe. So, und jetzt häkle ich eine feste Masche hier in den ersten Bogen. Also hier steche ich ein und häkle die erste feste Masche. So schaut es aus. Jetzt häkle ich 5 Luftmaschen. Und jetzt überspringe ich diese Stäbchen und häkle hier zwischen den Elementen hier eine feste Masche. Und das wiederholen wir stets 5 Luftmaschen. Hier zwischen ein Stäbchen eine feste Masche häkeln. So, und wir wiederholen jetzt 5 Luftmaschen. Hier zwischen ein Stäbchen eine feste Masche häkeln. So schaut es aus. So, dann wieder 5 Luftmaschen. Jetzt sind wir hier bei der Spitze. Da häkle ich eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Und nochmal in die Spitze eine feste Masche. So, hier schaut es so aus. Und das Ganze wiederholen wir 5 Luftmaschen. Eine feste Masche zwischen den Stäbchen. 5 Luftmaschen. Eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Hier häkle ich eine feste Masche zwischen den beiden letzten Maschen. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Und ein Doppelstäbchen nochmal hier in dieselbe Stelle. Also einen Umschlag, zweiten Umschlag und hier ein Doppelstäbchen. So, so schaut es aus. So, jetzt wiederholen wir nochmal die gleiche Runde. Ich beginne wieder oder Reihe mit 6 Luftmaschen. Wende das Ganze. So, und jetzt häkle ich hier in den ersten Bogen eine feste Masche. Hier sofort einstechen, eine feste Masche häkeln. 5 Luftmaschen. Jetzt häkle ich in jeden Bogen eine feste Masche. Fünf Luftmaschen. Hier in den nächsten Bogen eine feste Masche. Und so häkeln wir dann weiter. 5 Luftmaschen. In den Bogen eine feste Masche, bis wir an der Spitze ankommen. So schaut es dann aus.
So, jetzt bin ich hier an der Spitze, also das ist die Spitze bei uns. Ich häkle jetzt wieder 5 Luftmaschen in den Bogen, in die Spitze eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Hier in die Spitze noch einmal ein Stichchen, nochmal eine feste Masche häkeln. So schaut es aus. Also hier entsteht nochmal die Spitze. Und jetzt nochmal 5 Luftmaschen in den Bogen, eine feste Masche. 5 Luftmaschen in den nächsten Bogen, eine feste Masche. So können wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen, jeweils immer 5 Luftmaschen in den nächsten Bogen, feste Masche und so weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Da habe ich den letzten Bogen, hier eine feste Masche, 5 Luftmaschen. Hier in den Bogen stiche ich ein, häkle eine feste Masche, dann 3 Luftmaschen. Und ein Doppelstäbchen, nochmal hier ein Stäbchen, ein Doppelstäbchen häkeln. So schaut das Ganze aus. So, jetzt häkeln wir die nächste Reihe. Ich beginne mit 4 Luftmaschen. Wähle das Ganze. Jetzt häkle ich hier sofort in den ersten Bogen, häkle ich 3 Stäbchen. So, eine Luftmasche. In den nächsten Bogen häkle ich wieder 3 Stäbchen. So, eine Luftmasche, in die nächsten Bogen 3 Stäbchen. Und das wiederholen wir, bis wir an der Spitze ankommen. Jeweils eine Luftmasche, 3 Stäbchen. In jeden Bogen häkeln wir 3 Stäbchen. So schaut es aus. So, ich habe jetzt hier 3 Stäbchen gehäkelt, eine Luftmasche und jetzt bin ich hier an der Spitze. Da häkle ich 3 Stäbchen. Da häkle ich jetzt 5 Luftmaschen. Und in denselben Bogen stiche ich ein und häkle nochmal 3 Stäbchen. Das erste, das zweite und das dritte. So, so schaut es aus. Und jetzt nochmal eine Luftmasche. Und jetzt häkle ich in jeden Bogen wieder 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Also in jedem Bogen jeweils 3 Stäbchen häkeln und eine Luftmasche. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich 3 Stäbchen in den letzten Bogen, so eine Luftmasche erst. 3 Stäbchen häkeln. Jetzt häkle ich eine Luftmasche und ein Doppelstäbchen. Also wieder 2 Umschläge, nochmal da ein Stäbchen.
und ein Doppelstäbchen häkeln. So schaut das Ganze aus. Und jetzt wiederholen wir die Reihen, die zwei Reihen mit den Bögen. Das ist eigentlich auch schon der Musterrapport, den wiederholen wir stets. Also diese zwei Reihen mit den Bögen und eine Reihe mit drei Stäbchen. Jetzt beginne ich genauso wie davor mit 6 Luftmaschen. Wende das Ganze und häkle hier, wo die Luftmasche ist, also hier zwischen den ersten zwei Maschen, da steche ich ein und häkle die erste feste Masche. So, jetzt 5 Luftmaschen. Jetzt steche ich hier zwischen den Stäbchen, steche ich immer ein und häkle eine feste Masche. Dann 5 Luftmaschen. Eine feste Masche, 5 Luftmaschen und so weiter. Dann häkeln wir, wie gesagt, zwischen den Stäbchen immer eine feste Masche und 5 Luftmaschen. So, jetzt bin ich hier an der Spitze. Hier in die Spitze nochmal eine feste Masche, 5 Luftmaschen und hier nochmal in den Bogen in die Spitze einstechen, eine feste Masche, 5 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir jeweils zwischen den Stäbchen eine feste Masche. Und jetzt häkeln wir 5 Luftmaschen in feste Masche, 5 Luftmaschen in feste Masche, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Und am Ende der Reihe 5 Luftmaschen, eine feste Masche und jetzt 3 Luftmaschen und ein Doppelstäbchen. So schaut's aus. Also das heißt, wir wiederholen die 5., 6. und 7. Reihe stets. Also wir haben jetzt die Reihe wie die 5. gehäkelt. Jetzt häkeln wir die nächste Reihe wie die 6. und dann wie die 7. Reihe. Und das Muster wiederholen wir stets. So schaut es aus. Häkeln dann noch ein paar weitere Reihen, damit man es besser sehen kann. So, ich habe jetzt ein paar weitere Reihen gehäkelt, so schaut das Tuch aus. Oder das Tuch, verwechsel ich mich immer. So, und ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Ihr könnt auch gerne eure Wünsche mir schreiben, würde mich auch sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.